Ja, schönen guten Tag. Ich muss zugeben, ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt, dass ich hier eingeladen bin, ausgerechnet bei den Grünen über die Demokratie zu reden. Ich meine, schließlich ist die Gründung der Partei Die Grünen als basisdemokratisches Unterfangen eine der großen, wie soll man sagen, Erfolge, zumindest der westdeutschen Demokratie gewesen. Und darum bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich was Neues beitragen kann, aber ich werde mir Mühe geben. Ich würde gerne mit einem Gedankenspiel beginnen. Stellen Sie sich vor, ein Weltkonzern deutscher Herkunft trifft mit dem Bundesfinanzministerium eine geheime Vereinbarung. Danach soll die Bundeskasse die Schulden eines mittelständischen Unternehmens in Höhe von fast 10 Milliarden Euro übernehmen, damit dieses wiederum seine Schulden bei dem Großkonzern bedienen kann. Die Überschuldung dieses mittelständischen Unternehmens war aber nur entstanden, weil eben dieser Konzern dem Unternehmen zuvor Produkte verkauft hat, die absichtlich fehlerhaft konstruiert und mit gefälschten Gütesiegeln ausgestattet waren. Aber das interessiert den Finanzminister nicht. Er zahlt die 10 Milliarden aus dem ihnen anvertrauten Steuergeld, ohne zu zögern. 10 Milliarden, das ist ungefähr so viel, wie alle deutschen Universitäten gemeinsam pro Semester an öffentlichen Geldern erhalten. Der Bundestag darf darüber auch nicht abstimmen. Er hat nicht mal das Recht, die zugehörigen Dokumente einzusehen. Und als ein paar Abgeordnete kritische Fragen stellen, kriegen sie keine Antwort. Und obwohl es starke Indizien gibt, dass es um organisierten Betrug ging, nimmt der Staatsanwalt keine Ermittlungen auf. 10 Milliarden Euro einfach so, ohne Parlamentsbeschluss? Organisierter Betrug? Konspiration zwischen Regierung und einem Konzern? Klingt unglaublich, oder? Aber die Geschichte ist nicht erfunden. Das hat sich vor unser aller Augen genauso abgespielt, denn genauso hat die Deutsche Bank im Juli 2007 erst die Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB in die Pleite gedealt und dann hat sie sich ihre vom Ausfall bedrohten Kredite über die KfW aus der Bundeskasse zurückzahlen erstatten lassen. Nächster Fall. Stellen wir uns vor, die Europäische Kartellbehörde entdeckt, dass ein großer deutscher Konzern gemeinsam mit anderen aus der Branche konspiriert, um den Wettbewerb auszuschalten und die Preise ihres Produkts europaweit nach oben zu treiben. Die Schäden zulasten der Verbraucher liegen mindestens im zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr. Die Ermittler haben zahlreiche belastende Unterlagen beschlagnahmt und sogar massive Indizien dafür gefunden, dass die Kartellbrüder die Börsenpreise manipuliert haben. Trotzdem wird keine Anklage erhoben, denn Verstöße gegen das Kartellrecht sind in Europa und Deutschland nur eine Ordnungswidrigkeit. Und trotz des Milliardenschadens bei den Bürgern wird keiner der beteiligten Manager irgendwie zur Verantwortung gezogen. Ja, es gibt nicht mal ein Bußgeld gegen den Konzern. Stattdessen muss er lediglich ein paar Auflagen zur weiteren Geschäftsführung erfüllen. Und die Parlamente, die Volksvertreter, machen nichts. Ja, die Bürger werden abgezockt, aber ihre Vertreter kümmert es nicht. Das klingt schon wieder verrückt, oder? Aber ist genau so geschehen. 2008 wurde der Stromkonzern E.ON von der EU-Kommission der Preisabsprache und Manipulation der Preise an der Strombörse überführt. Es gab hunderte von belastenden Protokollen und E-Mails und trotzdem endete das Verfahren damals damit, dass E.ON nur ein paar Unternehmensverteile verkaufen musste, sonst geschah nichts. Dritter Fall. Stellen Sie sich vor, eine große EU-Behörde vergibt jedes Jahr ungefähr an die 30 Milliarden Euro Subventionen an eine bestimmte Wirtschaftsbranche und dort vornehmlich an die größeren Vertreter dieser Branche. Davon sind jetzt mindestens schon 90 Milliarden Euro geflossen. Das ist schon ein Haufen Geld. Aber kein Parlament, weder das in Straßburg noch in den EU-Hauptstädten, haben jemals über dieses gigantische Subventionsprogramm abgestimmt. Das durften sie auch gar nicht. Scheint schon wieder merkwürdig, aber doch geschieht es tatsächlich. Die Behörde, die ich meine, ist die Europäische Zentralbank. Die vergibt jetzt schon seit 3 Jahren Kredite im Volumen von zeitweilig bis zu 1.000 Milliarden Euro für nur 1% Zins an alle Banken, die das wollen. Und diese Banken können das Geld dann sofort für das 3- bis 4-fache dieses Zinssatzes an die jeweiligen Staatskassen weiterreichen und machen dabei ein sagenhaftes Geschäft, denn es ist ohne jedes Risiko. Sie brauchen keinerlei Eigenkapital, sie brauchen im Grunde nur einen Computer und einen Angestellten. Und das Ganze auf Kosten der Steuerzahler, die für die Zinsdifferenz aufkommen müssen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum erzählt er uns diese ollen Kamellen? Ist doch alles bekannt. Stand schließlich in der Zeitung. Aber genau das ist es. Alles ist bekannt, aber nichts passiert. Und genau das beschreibt ein, wie ich meine, unglaublich gefährliches Phänomen. Alle unsere demokratischen Institutionen, gleich ob in Deutschland oder in der Europäischen Union, funktionieren mittlerweile so, dass systematisch jene begünstigt werden, die über große wirtschaftliche Macht verfügen. Gleich ob es sich um die Finanzindustrie handelt oder die Energiewirtschaft, um die Automobilkonzerne, die Pharma- oder die Nahrungsmittelindustrie, wo immer sich wirtschaftliche Macht in der Hand von kleinen Führungszirkeln zusammenballt,
gelingt es ihnen inzwischen, die Staatsapparate so weit zu durchdringen, dass sie die Politik und vielfach auch die mediale Berichterstattung zugunsten ihrer jeweiligen Interessen und ihrer Eigentümer manipulieren können. Warum ist das so? Eine einfache Erklärung ist die Globalisierung, beziehungsweise in unserem Falle die Europäisierung. Und es stimmt ja auch. Ja, das Kapital ist im Zuge dieser jahrzehntelangen Liberalisierung höchst mobil geworden und die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften und vor allem auch die Regierungen und Parlamente sind im nationalen Korsett gefangen geblieben. Und darum ist nichts leichter, als die jeweils nationalen Akteure auf der internationalen Ebene gegeneinander auszuspielen und so werden dann die Steuern auf Kapitalerträge gesenkt, die Löhne gedrückt, die Sozialsysteme geschrumpft und natürlich Subventionen und staatliche Gratisleistungen ohne Ende an Unternehmen verteilt. Und das alles stets, um das flüchtige Kapital gnädig zu stimmen und auf die jeweiligen nationalen Weiden zu locken. Das Ganze heißt dann Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, wie es ja derzeit unsere Kanzlerin europaweit predigt. So weit, so schlecht, so bekannt. Aber die Mär von der Ohnmacht der Politik gegenüber dem globalisierten Kapital ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Und in den meisten Fällen ist es auch einfach nur eine bequeme Ausrede. Vor allem aber, und das ist noch wichtiger, selbst wenn es stimmen würde, ja, diese Erklärung bietet überhaupt keinen Ausweg, sondern sie führt uns immer tiefer hinein in eine höchst gefährliche Fehlentwicklung. Und das ist die tiefe soziale Spaltung unserer Gesellschaft. Und die hat ganz eng mit unserem Demokratieproblem zu tun. Denn die weitgehende Unterwerfung der Politik unter die Vorgaben von Konzernfürsten und Investoren erzeugen eine permanente Verschiebung der Einkommen von unten nach oben in der Gesellschaft und der Vermögen. In Deutschland ist der gesamte wirtschaftliche Zuwachs der vergangenen 20 Jahre rein statistisch gesehen ausschließlich den Beziehern von Kapitalerträgen und Unternehmensgewinnen zugute gekommen, während die Arbeitnehmer real und netto auf dem Stand von 91 stehen geblieben sind. Weil aber gleichzeitig viele Hochqualifizierte, ja, ich auch, heute mehr verdienen als 91, heißt das, dass für erhebliche Teile der Bevölkerung seit Jahren schrumpfende Einkommen den Alltag stellen. Und gleichzeitig häufen sich in einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung immer größere Vermögen an. Heute besitzen in Deutschland 10% der Bürger 2/3 des gesamten Vermögens. Knapp 1% der Erwerbsbevölkerung, das sind 650.000 Menschen, besitzen 1/4. Und selbst diese Zahlen sind noch irreführend, denn da ist auch das selbstgenutzte Immobilieneigentum mit eingerechnet, sprich Oma ihr Kleinhäuschen. Wenn man das rausrechnet, kommt man auf fast doppelt so hohe Werte. Und das ist keineswegs nur ein Problem, ein moralisches Problem der Gerechtigkeit, sondern es ist ein massives volkswirtschaftliches Problem, denn die Vermögen und die Einkommen, die sich da konzentrieren, dienen ja nicht dem Konsum, sie erzeugen keine Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, sondern ausschließlich eine Nachfrage nach Finanzanlagen und haben deswegen ihrerseits zur Aufblähung der Finanzindustrie und der damit produzierten Krise beigetragen. Aber was noch viel wichtiger ist, die exzessive Ungleichheit erzeugt außerdem eine zunehmende Instabilität des ganzen politischen Systems. Denn natürlich hat wachsende Ungleichheit politische Folgen. Die Angst vor dem Abstieg breitet sich aus und führt überall zur selben Konsequenz. Wer sich von Ausgrenzung bedroht sieht, der trachtet seinerseits nach Ausgrenzung der noch Schwächeren und Fremden. Kaum etwas ist politisch so explosiv wie die Ausbreitung von Statusängsten. Denn diese verunsichern die Menschen in ihrer Identität, in ihrer Vorstellung über ihren Platz in der Gesellschaft. Dann suchen sie nach Absicherung nach unten. Ja, und das geht nun mal am ehesten darüber, dass man andere abwertet. Ja, und beinahe automatisch greifen damit wachsender sozialer Spaltung, Rassismus und der Ruf nach Abschottung gegen das böse Ausland um sich. Also nicht die Armut selbst ist eine Gefahr für die Demokratie, aber die Angst davor, die nagt an ganz wichtigen Grundsätzen. Und es gibt im Grunde eine historische Konstante, die über alle Zeiten und alle Gesellschaften hinweg gilt. Wachsende Ungleichheit stärkt unvermeidlich die irrationalen politischen Kräfte. Und genau das lässt sich ja auch weltweit beobachten. In den USA ging die wachsende Spaltung einher mit dem Aufstieg der religiösen Fundamentalisten und der radikalen Staatsverächter. Und da kann man jetzt auch besichtigen, wie absurd irrational die Politik ab einem bestimmten Punkt der Spaltung wird. Ja? Diese sogenannte Tea Party, alles wofür sie streitet, ja, wird genau ihre Unterstützer, die von Statusängsten geplagt sind, noch tiefer in die Misere führen. Und in Europa läuft derweil der Aufstieg von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen auf vollen Touren. Und auch hier ist die Angst, die Statusangst, ihr Nährboden. Alle Umfragen bestätigen es. Plötzlich sehen die Menschen den Islam als größte Gefahr. Ja, und rassistische und menschenfeindliche Ansichten über Minderheiten aller Art breiten sich aus.
Und alle diese Ängste und Ressentiments können jederzeit von politischen Verführern missbraucht werden. Der Verlauf der Sarrazin-Debatte in Deutschland war da ein ziemlich drastisches Warnzeichen. Da konnte man in den Sälen, wo die entsprechenden Veranstaltungen liefen, beobachten, wie scheinbar ganz harmlose Mittelschichtbürger sich mehr oder weniger über Nacht in einen üblen Mob verwandelten, ja, die jede Gegenposition niederbrüllten und nicht zu Wort kommen ließen. Ich habe es selber erlebt in Berlin. Ja. All das bedeutet, wenn unsere Politik weiterhin dem bisherigen Muster folgt, dann wird dies, und ich glaube, das ist keine Übertreibung, dann wird dies unsere Demokratie früher oder später in ganz Europa den Rechtspopulisten und Medienfaschisten nach dem Vorbild Berlusconi ausliefern. Und diese werden mit einer Renationalisierung der Politik das ganze europäische Projekt früher oder später zerstören, wenn es nicht gelingt, sie aufzuhalten. Und darum auch, sorry, das kann ich Ihnen nicht ersparen, das sage ich, es war ein strategischer Fehler, dass die Grünen zu Zeiten der Schröder-Regierung die massive Umverteilung von unten nach oben mit vorangetrieben haben. Insbesondere, die Zwangsflexibilisierung der Arbeitslosen ohne die Einziehung von Lohnuntergrenzen war unverantwortlich. Sowas haben nicht mal die hartleibigen britischen Neoliberalen fertiggebracht, sondern das können nur deutsche Sozialdemokraten. Und die Grünen, muss man sagen, haben das kritiklos mitgemacht. Umso dringender ist es aber jetzt, die Rückkehr zur Verteilungsgerechtigkeit der wirklich absolute Priorität zu geben. Jedenfalls dann, wenn wir unsere Demokratie stabilisieren wollen und stärken. Ja, ich weiß, es gibt noch viel größere Aufgaben. Ja? Das Megaproblem Klimawandel zum Beispiel, das seinerseits ja ein furchtbares Gerechtigkeitsproblem zwischen Nord und Süd aufwirft. Ja? Aber eines ist sicher, es wird niemals politische Mehrheiten für einen globalen Klimapakt und die Reduzierung unseres Ressourcenverbrauchs geben oder sogar einen fairen Nord-Süd-Ausgleich, wenn die Bürger dabei den Eindruck haben, dass die Lasten nicht fair verteilt werden. Dann gibt es dafür einfach keine Mehrheiten. Man kann es im Grunde auf die simple Formel bringen, ohne lokale oder nationale Gerechtigkeit ist globale Gerechtigkeit völlig unmöglich. Mit anderen Worten, Verteilung ist nicht alles, aber ohne Verteilungsgerechtigkeit wird alles nichts. Leider ist zurzeit aber noch völlig offen, ob sich die dafür notwendigen politischen Maßnahmen, also flächendeckender Mindestlohn, progressive Vermögens- und Erbschaftssteuer, die Vereinheitlichung der Unternehmens- und Kapitalbesteuerung in Europa, um nur die wichtigsten zu nennen, ob sich solche und vergleichbare Vorhaben überhaupt noch durchsetzen lassen. Denn unsere politischen Institutionen und da vor allem die Parlamente sind inzwischen so verkommen, dass ihre Ohnmacht ja praktisch schon eingebaut ist. Nichts macht das deutlicher als die seit 3 Jahren laufende sogenannte Bankenrettung. Neuerdings heißt das gleiche Projekt Rettung der Griechen oder der Iren. De facto geht es immer um dasselbe, nämlich um nichts anderes als die Gläubiger dieser überschuldeten Finanzinstitute bzw. Staaten vor ihren Verlusten zu schützen, also vor allem andere Banken und ihre vermögenden Kunden. Und dafür wurde das Haushaltsrecht des Parlaments in allen Krisenstaaten, also die Uridee der Demokratie, ja, mit der sie überhaupt entstanden ist, wurde in allen Krisenstaaten außer Kraft gesetzt. Die Ausgabe von Steuergeldern in Multimilliardenmaßstab erfolgte ohne parlamentarische Kontrolle und, was ich vielleicht noch wichtiger finde, sie erfolgte auch ohne wirkliche öffentliche Auseinandersetzung. Ja? Bis heute können die Bürger nicht prüfen, warum sie zahlen und für wen. In Deutschland fing das schon damit an, dass die Konditionen in Geheimverhandlungen von 2 Regierungsbeamten mit Vertretern der Banken festgelegt wurden, da im Wesentlichen Josef Ackermann. Und er brachte dann auch gleich seine Anwälte mit, die kamen von der weltweit tätigen Großkanzlei Freshfield, Brookhouse und Derringer, die vornehmlich für die Finanzwirtschaft unterwegs ist, und die schrieben dann praktischerweise auch noch gleich die Gesetzentwürfe. Und das hat bis heute gravierende Folgen. Der Bundestag, unser Parlament, hat keine Kontrolle über den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung. Es gibt lediglich ein sogenanntes Informationsgremium aus 9 Abgeordneten, die dürfen Fragen stellen, können die Antworten aber nicht überprüfen, sie können keine Dokumente einsehen, sie können keine Zeugen vorladen. Und selbst wenn Sie dort was erfahren, dürfen Sie darüber öffentlich nicht reden, weil alles geheim ist. Weder mit Ihren Kollegen im Bundestag noch mit Ihren Wählern. Dieses ganze Verfahren ist etwa so demokratisch wie der Volkskongress von Nordkorea. Und ich habe bis heute nicht verstanden, ich habe es wirklich nicht verstanden, warum die Grünen obwohl sie ja im Bundestag dagegen gestimmt haben, in diesem Gremium überhaupt mitarbeiten, anstatt diese Verhöhnung des Parlaments öffentlich zu boykottieren und immer wieder neu anzuprangern. Denn wozu das geführt hat, konnte man zum Beispiel am Fall der Commerzbank sehen. Da haben wir, Steuerzahler, 18 Milliarden Euro in eine Bank investiert, die an der Börse nur noch 3 Milliarden Euro wert war.
Ja? 18 Milliarden Euro, ich erwähnte es schon, das ist fast so viel, wie alle deutschen Universitäten im Jahr kosten. Ja? Dafür haben wir aber dann sogar nur 25% Anteil an dieser Bank gekriegt, das heißt, sie gehört uns nicht mal. Ja? Sondern den Rest haben wir als stille Einlage reingegeben, die sollen dann verzinst werden, aber erst, wenn es Gewinne gibt. Gewinne gibt es aber nicht. Und das ganze Verfahren diente ausschließlich dazu, der Commerzbank die Übernahme der Dresdner Bank, die völlig marode war, zu finanzieren und damit gleichzeitig dem größten Finanzkonzern Europas, der Allianz AG, die Kosten der Sanierung der Dresdner Bank zu ersparen. Zu keinem Zeitpunkt wurde auch nur erwogen, die Allianz an den Kosten für die Sanierung der Dresdner zu beteiligen. Die Verträge zwischen der Commerzbank und der Allianz sind bis heute strikt geheim. Ja, auch die angeblichen SOFIN-Kontrolleure in diesem komischen Gremium haben den Vertrag nicht gesehen. Und das Ergebnis der Operation konnte man dann im vergangenen Jahr an den Bilanzberichten sehen. Die Commerzbank machte 4 Milliarden Euro Verlust und die Allianz 4 Milliarden Euro Gewinn. Am Anfang dachte ich ja noch, bei diesen Vorgängen handle es sich um eine Art einmaligen Unfall, ja, so Krisenpanik. Aber das war ein Irrtum, denn das läuft jetzt immer weiter so. Die ganze Euro-Rettung läuft nach dem gleichen Muster ab. Da werden pauschale Kreditermächtigungen erteilt und die Details darüber, ob zum Beispiel sämtliche irischen Banken freigekauft oder vielmehr die Gläubiger dieser irischen Banken, die dann wiederum Vermögende in Deutschland sind, ob die alle freigekauft werden müssen oder nicht, über diese Details wird im Bundestag nicht entschieden und auch nicht im Europaparlament. Ja? Und es geht sogar noch weiter. Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, hat der Bundestag im vergangenen Dezember dieses ganze Bankenrettungsprozedere jetzt institutionell verewigt. Nun gibt es eine Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung und diese darf nach Gutdünken 100 Milliarden Euro zur Rettung von Banken und ihren Gläubigern ausgeben, ohne dass der Haushaltsausschuss des Bundestages auch nur gefragt werden muss. Als ich daraufhin Abgeordnete aus dem Haushaltsausschuss befragte, wie sie diese Verweigerung ihrer zentralen Aufgabe eigentlich rechtfertigen, da erntete ich dann nur erstaunte Gegenfragen. Wieso Verweigerung? Wir können doch hier nicht jede Ausgabe prüfen. Ja, wirklich, das kam wörtlich aus zwei, einmal von der Union und einmal von den Sozen. Ja. Das ist jetzt nur eine Episode, aber sie ist exemplarisch für den ganzen Parlamentsbetrieb. Die große Mehrzahl der Abgeordneten sieht es überhaupt nicht mehr als ihre Aufgabe an, die Regierung zu kontrollieren und auf die Trennung zwischen einzelwirtschaftlichen Interessen und dem Gemeinwohl zu drängen. Im Gegenteil. Ja? Die meisten sind auch gar nicht in der Lage, das überhaupt richtig zu unterscheiden, weil sie selbst sich allen möglichen Einzelinteressen verschrieben haben. Und das gilt ja auch für die Regierung selbst. In der Regierung wird inzwischen das private Interesse einzelner Unternehmen und Kapitaleigner systematisch höher bewertet als die Rechte des Parlaments und der Bürger. Und herausragender Fall ist wieder die Finanzwirtschaft. Ich könnte aber auch die Energie- oder die Pharmabranche wählen. Da fragen dann mehrere Abgeordnete der Linken und der Grünen, wer denn nun eigentlich die Begünstigten der IKB-Rettung waren, die ich am Anfang erwähnte. Wie hoch waren zum Beispiel die Kredite der Deutschen Bank an die IKB, die mit diesen knapp 10 Milliarden Euro Stützung aus der Bundeskasse über die KfW abgelöst wurden? Und die Bundesregierung antwortet dann den Abgeordneten, ich zitiere, konkrete Aussagen zur Gläubigerstruktur betreffen sensible Geschäftsgeheimnisse und berühren somit die Grundrechte der Gläubiger aus Artikel 12 und 14 Grundgesetz. Die Daten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 9 Kreditwesengesetz und können daher nicht genannt werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Artikel 12 des Grundgesetzes schützt die freie Wahl von Beruf und Arbeitsplatz. Und Artikel 14 schützt das Eigentum. Das ist gleichzeitig der Artikel mit dem berühmten Satz, dass demselbiges auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Ja? Und jetzt wird dieser Artikel benutzt, um eben diese Allgemeinheit mit Milliarden Euro zusätzlicher Schulden zu belasten. Und die Begünstigten dieser Ausgaben bleiben auch noch geheim. Ja? Das ist ein ungeheuerlicher Bruch mit demokratischen Grundnormen. Und das beschränkt sich leider nicht auf den Bundestag. Ja? Kürzlich hat in Baden-Württemberg Ministerpräsident Mappus ein ganz ähnliches Ding durchgezogen und mal eben ohne jeden Parlamentsbeschluss 5 Milliarden Euro für den Rückkauf des Stromkonzerns NBW von der EDF ausgegeben. Und das Ganze auf den Rat eines Freundes von der Investmentbank Morgan Stanley, die vermutlich daran auch noch verdient. Ein unglaublicher Vorgang, von dem ich hoffe, dass es bald einen Untersuchungsausschuss gibt, der das näher untersucht. Ja. Und dazu passt dann die eben immer weitergehende personelle Verflechtung zwischen Konzernen, Ministerien, EU-Kommission und Politik. Da geht dann der frühere Finanzstaatssekretär Kayo Koch-Weser, früher mal zuständig für die Finanzmarktregulierung, zur Deutschen Bank. Ja? Da wird dann Andreas Dombrett, früher Investmentbanker bei der Deutschen Bank und der Bank of America, neues Vorstandsmitglied der Bundesbank. Und wofür ist er zuständig? Für die Bankenaufsicht. Da leitet dann der frühere Top-Lobbyist der privaten Krankenkassen die Grundsatzabteilung im Gesundheitsministerium.
Und der Generalbevollmächtigte des Stromkonzerns E.ON ist der Chef der Abteilung Reaktorsicherheit im Umweltministerium und handelt jetzt mit seinem früheren Arbeitgeber die Sicherheitsauflagen aus. Und zu allem Überfluss ist das Finanzministerium als Institution insgesamt sogar Mitglied in einer Lobbyorganisation, die heißt Initiative Finanzstandort Deutschland. All das zeigt an, es gibt in unseren Parlamenten und Ministerien kein Immunsystem mehr, das es wirklich ermöglicht, private Interessen von denen des Gemeinwohls zu trennen. Und genau das ist es aber, was viele Bürger anwidert und zur Wahlenthaltung treibt. Ich gebe zu, dieser Politikverdruss hat natürlich auch viel zu tun mit dem, wie soll man sagen, mit der Trägheit der Wohlstandsgesellschaft. Ja? Die Abgeordneten sind auch deshalb so willfährig und so schwach, weil sie kaum Druck von unten bekommen. Hätten kritische Frager auch nur bei jedem zweiten Bundestagsabgeordneten in seinen Wahlkampfveranstaltungen nachgefragt, wie er denn eigentlich diesen Commerzbank-Deal rechtfertigt, ja? Dann wäre das vermutlich gar nicht so weit gekommen, dann wäre das nicht einfach so durchgegangen. Aber gerade weil das so ist, gerade weil die Deutschen ihre eigene Demokratie immer weniger ernst nehmen und kaum wirklich in Auseinandersetzung mit ihren mit ihren Vertretern treten, darum ist es umso dringender, dass all die, die diesen stillen Staatsstreich der Konzernmächtigen und ihrer politischen Wasserträger nicht dulden wollten, jetzt energisch und hartnäckig und radikal auf neue Regeln zur Säuberung der Parlamente und der Ministerien und der EU-Kommission von verdeckten Interessen und Einflussnahmen drängen. Und das müsste schon damit beginnen, dass Deutschland und das EU-Parlament bei der Bekämpfung der politischen Korruption wenigstens auf internationale Standards gebracht werden und die entsprechende UNO-Konvention auch endlich ratifizieren. Ja? Tatsache ist, dass hierzulande die Bestechung von Abgeordneten nicht verboten ist. Zum Beispiel darf man einem Abgeordneten für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten in Fraktionssitzungen Geld zukommen lassen oder mit sonstigen Wohltaten belohnen. Und dort sind es ja, wo die wichtigen Vorentscheidungen fallen, weil die Mehrheiten werden ja in den Fraktionssitzungen gebildet. Ja? Deswegen ist es extrem wichtig. Man darf auch den Ehepartnern von Abgeordneten beliebige Mengen an Geld und Wohltaten zukommen lassen. Man darf Abgeordneten nach Abstimmungen für ihre Arbeit Geld geben, die sogenannten Dankeschönspenden. Das ist alles ganz legal. Ja? Gleichzeitig knüpft aber das Bundesentwicklungsministerium Hilfszusagen für andere Länder, zum Beispiel für Afghanistan, an die Bedingung, die dortige Regierung solle die Korruption unterbinden. Ja? Währenddessen verweigert der Bundestag die Voraussetzungen, um überhaupt die UNO-Konvention gegen Korruption in Deutschland anwendbar zu machen. Das, so würde ich mir wünschen, müsste wirklich ein großes Dauerthema für die Grünen sein. Ja? Und dazu würde gleichzeitig gehören, endlich alle Abgeordneten zu verpflichten, alle ihre Einkünfte einschließlich deren Quellen offenzulegen. Die derzeitige Regelung ist ein Witz. Die derzeitige Regelung ist wirklich Bürgerverarschung. Ja? Da muss man angeben, ob man mehr oder weniger als 7.000 Euro im Jahr nebenher verdient. Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht. Ja? Und wer sich als Unternehmensberater ausgibt oder wer Anwalt ist, der darf sogar verschweigen, von wem er da eigentlich bezahlt wird. Ja? Das ist ein unhaltbarer Zustand und ist geradezu eine Einladung zur Käuflichkeit. Ich bin mir ganz sicher, allein schon eine echte Transparenzregelung im Bundestag würde dafür sorgen, dass ganz andere Leute in den Parlamenten sitzen. Ja? Dann würden nämlich viele ihre lukrativen Mandate vorziehen, also ihre Vertretermandate für Unternehmen und Konzerne. Das gilt erst recht, wenn es dazu dann auch noch dreijährige Karenzzeiten für den Wechsel von politischen Ämtern zu Wirtschaftsunternehmen gäbe, soweit es sich um Unternehmen handelt, mit deren Interesse der Amtsinhaber vorher zu tun hatte. Wenn es nicht mehr möglich wäre, einen Politiker für frühere Unterstützungsleistungen mit einem guten Job zu belohnen, würde das ganz andere Politiker und Beamtentypen auch in den Behörden nach vorne bringen. Ja? Allenthalben heißt es ja nun, es gelte, das Primat der Politik über die Wirtschaft wiederherzustellen. Ja? Sogar Angela Merkel hat davon schon geschwafelt. Ja? Aber wenn man damit ernst machen will, dann müssen wir noch viel mehr schaffen als nur Transparenz. Wenn wir das wirklich ernst machen wollen, dann braucht die Republik nicht weniger als eine radikale Wiederbelebung der eigentlichen parlamentarischen Idee. Ja? Vertretung von unten, Repräsentativität und Kontrolle der Regierung. Ja? Und das bedeutet, unsere Parlamente brauchen mehr Macht und auch mehr Mittel.
Derzeit stehen die verfügbaren Ressourcen für Parlamentarier in keinem Verhältnis zu den Anforderungen für das Regieren in einer komplexen Industriegesellschaft. Den Bundestagsabgeordneten wird häufig vorgeworfen, dass sie überhaupt nicht wissen, worüber sie abstimmen. Das kann man zu einem kleineren Teil gewiss auch der Faulheit einzelner Abgeordneter zuschreiben. Aber zum größeren Teil liegt es wirklich daran, dass sie unter den jetzigen Bedingungen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich ausreichend Informationen über die jeweiligen Vorhaben überhaupt zu beschaffen, bevor darüber abgestimmt wird. Und dazu bedürfte es eines viel größeren wissenschaftlichen Apparates. Man kann über Amerika sagen, was man will, aber wenn man den amerikanischen Kongress betritt und sich anguckt, wie dort gearbeitet wird, ja, dann bin ich wirklich voller Bewunderung. Ja? Die amerikanische Demokratie ist hochgradig korrumpiert durch eine völlig falsche Wahlkampffinanzierung. Und das macht Abgeordnete und Senatoren extrem abhängig von Unternehmen und anderen Machtzusammenballungen. Aber die eigentliche Arbeit des Parlaments ist wirklich vorbildlich. Da kann man unglaublich viel lernen. Ja? Dazu gehört dann zum Beispiel, dass das Parlament eigenständig alle Regierungsvorhaben begutachten lassen kann, dass es eigenständige Kostenschätzungen machen kann. Da gibt es ein Budget Office, ja, was parteiübergreifend den Haushalt kontrolliert. Das hat ganz andere Möglichkeiten, Transparenz herzustellen. Und was ganz wichtig ist, was der Bundestag unbedingt brauchen würde und auch die Landtage, wäre das Recht zu eigenständigen Ermittlungen, einschließlich der Möglichkeit, auch Durchsuchungen durchführen zu lassen und Akten zu beschlagnahmen. So wie das im Kongress selbstverständlich ist. In Amerika gibt es sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat einen permanenten Untersuchungsausschuss, der dauernd wechselnde Themen untersucht und wo wirklich hervorragende Ergebnisse auch herauskommen. Nicht zuletzt wir als Journalisten profitieren ganz erheblich davon. Ja? Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr ambitioniert. Und misst man es an den derzeitigen Verhältnissen, dann scheint es sogar fast unerreichbar. Aber wer nicht will, dass Demokratie zur Folklore verkommt und die Macht sich immer mehr in kleinen wirtschaftlichen Eliten konzentriert, der darf sich nicht mit Protestmärschen begnügen. Wir müssen für die Revitalisierung der Parlamente streiten. Die müssen ein Element der Protestmärsche werden. Ja? Die Parlamente sind das wichtigste Instrument, was wir haben, um Demokratie auf Dauer wirklich lebendig zu machen. Und eines weiß ich ganz sicher. Wenn es nicht gelingt, die Politik aus der Übermacht organisierter einzelwirtschaftlicher Interessen zu befreien, wenn wir keine der großen kommenden Krisen bewältigen können. Weder die Neuordnung der Finanzmärkte, noch den ökologischen Umbau, weder den Nord-Süd-Ausgleich, noch die Erfüllung der Millenniumsziele werden gelingen, solange die Konzerne de facto in unseren Regierungen Vetomacht haben, immer dann dagegen einzuschreiten, wenn ihre Interessen berührt sind. Ich muss allerdings zugeben, die Erkenntnis ist eigentlich nicht sehr originell. Schon die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft, auf die sich ja auch unsere Kanzlerin und ihre Christenunion so gerne berufen, die haben genau so gedacht. Zum Beispiel Walter Eucken war einer der Ökonomen der 30er, 40er, 50er Jahre, einer der großen Vordenker dessen, was dann später soziale Marktwirtschaft hieß. Walter Eucken schrieb 1950, es ist also nicht der Missbrauch wirtschaftlicher Macht zu bekämpfen. Zu bekämpfen ist die wirtschaftliche Macht selbst. Ich finde, der Mann hatte recht, da sollten wir anknüpfen. Schönen Dank. Applaus